Hallo allerseits, aber am wichtigsten, Hola Mamoshi. Also heute habe ich entschieden, diesen Video zu machen. Es ist der 15. März und ich bin ungefähr 8 Minuten davon entfernt, dich im Kindergarten abzuholen. Und dann dachte ich, werde ich das einfach dokumentieren. Nicht nur wegen den Haaren, wahrscheinlich wirst du dich nicht mehr daran erinnern, sondern weil gestern, nach etwa 6 oder 8 Monaten, haben wir schon die Bestätigung bekommen, dass wir sehr wahrscheinlich nach Japan ziehen. Gracias, Ma! Das ist deine Oma, die mich daran erinnert, dass ich ja, in 5 Minuten los muss. Nun ja, wo war ich stehen geblieben? Gut, gestern, nach etwa 6 bis 8 Monaten, haben wir herausgefunden, dass wir dann eine neue Heimat haben werden. Und wie du sehen kannst, da oder da kann man das sehen, habe ich angefangen aufzuräumen und Kisten zu machen. Mit den Jeans habe ich jetzt angefangen, was Vintage ist, was in Kartons muss, was mitkommt. Und dann habe ich mich einfach spontan dazu entschieden, die Reise dahin zu dokumentieren. Also, es wird vielleicht eine spannende Reise. Es wird vor allem, oh, ich bin jetzt schon müde. Ich habe ungefähr 3, 4 Stunden aufgeräumt und dann 1 Stunde mehr die Haare gemacht. Und wenn das so weitergehen wird, dann werde ich einfach alles verschenken. Und dann reisen wir einfach nur mit ein paar Koffern ab. Und zugegeben, die Firma wird uns sehr viel helfen. Das ist der erste Umzug oder der zweite vielleicht, wo wir das alles nicht selber unternehmen, sondern eine Firma sind mit involviert. Aber nichtsdestotrotz mit dem Chaos. Und das wäre dann der vierte. Also einmal von Köln nach Istanbul, nach Istanbul nach Hamburg, Hamburg nach England. Das wäre der vierte Umzug in 8 Jahren. Ja. Deshalb habe ich das einfach aufgegeben, immer alles aufzuräumen. Ich weiß auch nicht, ob wir dann immer noch Deutsch sprechen oder eine andere Sprache, aber das halte ich jetzt mal einfach auf Deutsch, damit ja, das immer noch lebendig bleibt. Also, Mamushi, wir werden uns bald wiedersehen. Bye. Tschüss allerseits. Let's enjoy the trick-or-treat party.